eigentlich die Polizei, wenn man sie braucht? Ey! Sag mal! Hau da gleich einen Blitz rein! Chat, so löst man heutzutage eine Demo auf. Ah, doch, Nori und Ostsexe haben sich verliebt. Ah, das heißt, Ostsexe wartet jetzt auf Nori. Wo ist denn Nori? Oh, Nori kommt schon. Ja, hallo. Oh no. Oh no, da ist ganz viel Snusnu gerade im Raum. Da quietscht aus dem Gebäude. Paarung. Wo denn? Shit! Nein! Ich hau euch gleich nieder! Die Elektrofabrik! Ihr kleinen Chester! Nein! Wer war das? Wer war das? Naja. Der eine wollte mich aussaugen und bei den anderen weiß ich nicht mehr. Sag einmal. Was? Wer wollte ich aussaugen? Ja, irgendein Vampir halt, aber ich weiß nicht mehr wer. Vielleicht ist mir einer von euch nachgerannt. Gefällt dir das, Ronny? Was, Negan? Ja, das Aussaugen. Ich weiß nicht, von was Negan schon wieder redet, aber nein, Negan. Gefällt dir das Aussaugen? Nein, Jinx. Ist der Vampir, Lisa? Sorry. Na, die schnarcht wie ein V8-Motor. Die war im falschen Film. Das kann. Ich hab halt mal gesagt, lutsch mir die Mumu aus. Was? Ich hab halt gesagt, lutsch mir die Mumu aus. Das hat ihn so kaputt Gut, gemacht. Ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort schon langsam. Dori! Ich werde jetzt dann schön langsam sozusagen mich dann verabscheuen. Verabscheue dich mal. Ich verabscheue mich jetzt dann einmal. Und ja. Klar, wenn du möchtest, wenn Nein, Dori, du brauchst es nicht klippen. Das, Nori, das kommt nicht in das Video Dori? Rein. Mit Nori, habe ich gesagt. Ich habe gesagt Dori für den Clip und also. Nori, das kommt nicht in das Video rein mit Verabscheuen. Das meine ich ernst. Komplett ernst, tot ernst. Oh ja, ich habe einen neuen Aufzug. Warte, ich schau mal, was der macht. Hat der jetzt bei dir was bewirkt? Nee, ich sehe dich da hinten. Das ist doch derselbe Aufzug, oder? Ah, das ist derselbe Aufzug, Nuli. Ich bin hier ist eine Brücke. Die baut sich auf. Du hast irgendwas gedrückt mit Mond. Ja, die Brücke geht weiter. Ah! Nuli, ich bin abgestürzt. Ja. Hast du das Bedürfnis, dich mit deinem Mauskabel zu erhängen? Es gab schon so ein, zwei Situationen, aber dafür würde ich lieber einen Strick nehmen, hält mehr aus. Nicht dein Ernst! Na gut, ich habe jetzt auf jeden Fall noch jemanden kennengelernt, der hatte so einen Pimmel in der Hand, einen Holzpimmel. Und der hat dann gesagt, ich muss dieses Ding da, diesen Stein da befreien. Moment, du willst mir gerade erzählen, dass da einer einen hing, der mit einem Holzlümmel in der Hand hatte und... Der stand auf der anderen Seite vom Gitter. Und der stand da und dann hat er irgendeine Geschichte erzählt und dann hat er irgendwas rausgekramt und hat so einen Holzpimmel in der Hand gehabt. Das schaut aus wie so ein großes mit Schere, den ich nicht machen soll, aber hat oben so ein Pimmeldings gehabt. Und ich dachte zuerst, das warst du. Ich habe keinen Holzpimmel. Hey, hier passiert was. Der, das hat doch ausgeschaut wie ein Holzpimmel. Come on, der hatte oben so einen Haberl drauf. Orange beidseitig, grün einseitig, rot beidseitig und rot-grün. Hamara, ich bin keine Nähmaschine, ich muss auch erstmal denken. Mach nicht so schnell. Pflanz mal den Detlef an, der sieht aus wie so ein komischer Dude. Oh, es regnet, ich hab Pflanzen, ich hab gegossen. Nee, das schaut ja wirklich aus wie Stress, hier, voll süß. Ah! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Die Nori muss Lulu. Alter, was hast du denn da jetzt reingehaut? Was ist denn das, ein Burger?
Entschuldigung, ich wollte dir nicht so unter den Rock schauen, aber ich wollte den Burger noch mit rausnehmen. Ja, mach doch die Tür zu. Ja, Nori, was hast denn du da jetzt reingeschissen? Sag mal. Oh mein Gott, was ist passiert, Nori? Was hattest du denn hier? Das war aber ein wilder Burger gewesen. Das hat mir dann so eine Watschen gegeben, dann bin ich da bei der Tür rein. Und dann habe ich den Computer noch gestartet, das habe ich noch hinbekommen. Und dann habe ich mich, glaube ich, draußen auf den Boden gesetzt. Und dann habe ich einfach so gelacht, die ganze Zeit nur gelacht. Dann habe ich der Kinder noch so angeschaut mit seinen großen Augen, habe ich noch mehr gelacht. Und dann habe ich versucht, diesem Gespräch beizuwohnen. Aber es hat nicht so ganz gut funktioniert. Ich habe dann gesagt, ich höre nur zu, ich sage nichts, weil das dann schon ultra peinlich war. Ronja hat dann gesagt, geh raus, ich mache das alleine. Tür zugemacht und ich bin dann unten bei der Tür draußen gelegen und habe dann mit den Füßen so gegen die Tür gestrampelt, weil ich rein wollte. Aber ich habe irgendwie nicht aufstehen können, ich weiß nicht. Ich konnte nicht vom Boden weg. Und dann habe ich mich irgendwie so aufgerobbt an der Tür. Dann habe ich irgendwie diese Türschnalle bekommen. Dann ist die Tür so aufgeschossen und gegen den Spiegel. Dann haben wir gedacht, der Spiegel ist hin, weil die Tür so aufgeploppt ist. Dann hat Ronja mich voll geschumpfen. Dann hat er mich wieder rausgeschickt. Dann bin ich da draußen am Boden gelegen und ins Bett gehen. Eigentlich sollte ich ins Bett gehen. Mir war so übel, es war so schrecklich. Mir war schwindelig, es hat sich alles dreht, es war alles schwarz, mir war so schlecht. Und dann bin ich da draußen am Boden gelegen und habe überlegt, was ich mache. Und dann bin ich da drum gekugelt. Und sobald ich mich nur bewegt habe, sobald ich den Kopf nach oben habe, war mir instant übel. Dann habe ich gedacht, okay, ich bleibe einfach liegen, Fußbodenheizung regelt. Boden war eh schön warm, ich bin einfach liegen geblieben. Dann kommt Ronny raus, fällt fast über mich drüber, weil ich da vor der Tür liege. Natürlich habe ich die ganze halbe Stunde gelacht oder keine Ahnung, wie lange ihr da drinnen wart. Und Ronny hebt mich dann so auf und sagt, komm, jetzt gehen wir ins Bett. Und dann ging's los. Mir war so schlecht. Das ganze Kürbisrisotto wollte nicht mehr in meinem Magen bleiben. Alles über Ronny drüber. Er tat mir so leid. Und ich habe Ronny schon gesagt, ich kann den nicht drüben holen, ne? Was ist, wenn ich dem Nachbarn jetzt schreibe, hey, ich habe meinen Schal vergessen, darf ich den vielleicht morgen holen? Und sobald ich wieder diese Türschwelle dort betrete, komme ich wieder nicht raus. Dann sagt er, ah, wie wär's, trinkt mein Glühwein. Nix da, fix nichts. Den kann er mal irgendwo am Zaun legen und ich hole ihn dann oder so. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Oder ich lasse ihn einfach drüben, den Schal. Scheiß auf den Schal. Ja, Stressi und Cindy haben sie lustig gefunden. Die haben Lisa sehr amüsant gefunden. Ich fand mich auch lustig und alles andere auch. Alter, Lisa, sie haben keine Cam gehabt. Du bist da so gelegen, schau so. So. Und hast du. Warte, Ruhe! Ruhe! Und dann ist losgegangen, da kommt irgendwas von Stress oder von Sinn. Nee, ich habe euch versucht zu folgen, ich habe zugehört. Und dann bin ich so gesessen, jetzt mein Kopf immer schwerer geworden. Dann bin ich wieder so eingenickt. Und dann habe ich mich so erschrocken von mir selber. Dann bin ich voll irgendwo dagegen geknallt, gegen das Mikro, das weiß ich noch. Alter. Ihr seid schon komisch. Wie ist das? Als wenn ihr noch nie betrunken wart. Naja. Ja, doch schon! Dreimal! Dreimal so, dass ich mich übergeben habe, aber seitdem trinke ich kaum nur noch. Ja, kaum nur noch. Alter, geht schon. Alter, du hast mich umgehauen! Mach das nicht! Oh, was hat er denn hier Schönes? Mann, lass ihn los! Ich hab den Ronny mitgenommen! Ja! Ich hab hier einen Na, wo willst du hin? Das war nix. Super, Tobi. Das warst du, aber lass doch. Jetzt gib Ruhe. Hör auf zu bumsen hier. Ja, selber nicht bumsen da jetzt. Muss ich schon wieder alle immer dumm liegen, oder? Nee, ich hänge ab. Hör auf damit, genau, Tobi. Einmal eine Runde abhängen, genau. Nichts hält mich am Boden. Ich sitze ja. Ich brauch mal nicht in Gipfelstunde. Urin hat er auch bei sich. Urin? Urin. Urin. Was war denn das für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung, ich bin aber jetzt schon. Hallo, mein Freund. Okay. Ich hab mir nur den Impfstoff gegeben, eigentlich. Achso, das war dann das Geräusch, genau. Stresse, willst du meinen Wurm auch spüren? Nein. Nein! Du setzt mal aus jetzt. Ich? Oh. Schade. Oh. Können wir aufhören jetzt damit? Kack.
Scheiße, Dreck, Scheiße. Mehr noch. Nein, geht dich gar nicht so. Hör auf. Ich war fast fertig. Hör auf zum Lachen, Stresse. Ist nicht witzig. Ist jetzt nicht dein Ernst. Lustig. Nur lustig. Du musst einfach nur die Ohren aufhalten. Aufhalten. Und ich halte mal die Ohren auf. Let's go. Da ist auch bestimmt Alkohol im Spiel. Alkohol? Nee, Affencola. Was? Affencola? Sie ist doch nur das Hühnchen. Ja. Sollten wir trotzdem mal rupfen. Was hast du denn da jetzt für Farbe? Auch ein Hühnchen kann picken. Wer was? Auch ein Hühnchen kann picken. Ja. Was kann's? Picken! Picken! Hast du schon was anderes verstanden? Picken. Alter Lisa, wie redest du? Wer hat jetzt auf gelb gewechselt? Ja. Geh du doch! Alter. Ja, tschüss. Ja, ja, ja. Komm gleich wieder. Da, fall durch jetzt! Wer macht das Loch? Du! Da! Fall nein. Rein! Nein! Stirb! Nein. Ah! Ja! Stirb! Ja! Ich hab ja, gewinnt! Nein, du hast gewinnt! Ja, Tobi! Kein Kaktus mehr, ne? Ich glaube, du hast deine Schlüssel gerade verloren, ne? Nein, wie kommst du da drauf? Ihr wollt nur mal. Willst du Glieder tauschen oder was? Psst, sag nix, Tobi. Checkt sie nicht. Ja! Aufgenommen! Oh. Martin, musst du es kurz klippen? Warte, kann das wer klippen, Leute, bitte, ganz schnell? Das war schön. Wo geht's da denn weiter? Ja, andere Richtung, da drüber. Hier, passt schon. Tschüss, ihr Loser! Boah, das ist echt scheiße. Das nein! Try again! Kannst mich mal. Also, er schaut noch kleiner aus, also er schaut größer aus, als was er ist. Aber die Ärmel sind halt echt kurz. Aber vielleicht kann ich mich reinquetschen. Also er war... Also ich glaube, da sieht man es von der Länge, dass da ein Stück fehlt, ne? Und bei den Ärmeln fehlt so ungefähr, keine Ahnung, 10 cm. Das ist... Aber der ist jetzt schon eng bei mir. Ja, er ist ein bisschen Kindergröße jetzt geworden. Ostex hat ganz viele Clips gemacht. Alter Leute, ich wollte den anziehen und das ist einfach eine Kindergröße jetzt. Eine Kindergröße. Aber mir passt er. Ich kauf dir einen neuen. Riech mal, riech nach Essig. Pfui. Ich hab ihn gewaschen. Was willst du mit Essig? Da konnte man den noch mal ein bisschen... Aber ja, ich wollte ihn jedenfalls anziehen. Es ist jetzt ein Mini-Pullover, ne? Gut, tschüss, aber jetzt. Ja, das kann... Schiff kaufen. Ich hab 110.000... Du hast gar kein Geld. Erst nie kauf ein Schiff, bitte. Ja, wie soll das jetzt benennen? Captain Leichenstarre. Ja. Captain Zeber. Warum bist du ein Skelett, Nigga? Wir haben immer Lenken, bevor wir Ziegel setzen. Nigga gestorben ist. Mit der grauen Hunde. Jetzt haben wir, glaube ich. Zwei fehlen noch. Zwei Münzen? Ja. Dein fucking Ernst? Ja, auf irgendeinem Tisch oder so. Ja, hast du da wieder irgendwas gekauft? Nein, eine Cola oder sowas. Ja, lol. Eine Beefy. Ich hab 35 Münzen. Sonst auch so lange dauert. Hallo? Ah, jetzt. Ronny, zündet die Liste an, der wie immer, ne? Das Boot brennt! Boot wird gleich untergehen.
Der Schlagbild wird's morgen mehr geben. Achtung, Vögel! Vögel am LKW! Ich bin so ein Trottel, ich wollte markieren! Ich wollte markieren! Ich schwör, ich wollte markieren! Ich bin so ein Idiot, Alter, wirklich! Alter, genau reingeschossen! Ah ja, Lisa! Was hast du denn den Crew mir eigentlich schon wieder zum Essen gegeben? Das ist schlimmer als Tränengas vorhin gewesen. Du hast ihn in mein Zimmer da reinlassen, dann ist er raufgeküpft und ich hab da einen voll Hardcore-Shooter da, ja? Jetzt geht's, weil wir Schwierigkeiten gerade runtergegangen sind. Aber davor und dann fängt er zum Pupsen an und meine Augen haben getränt. Was hast du ihm wieder gegeben? Unmöglich, Lisa! Was ist der Fisch da runter mit? Wer fliegt runter? Oh, Alter, das war grenzwertig. Tobi ist nicht dein Ernst, oder? Schon gut, ich bin hier. Au, ich häng auf der anderen Seite. Du wärst abgestürzt. Klar. Einer stürzt von drei ab, ganz klar. Spaß und tschüss, Papa. Haut's rein. Viert gut, Ronny. Viert gut. Viert gut. Viert gut. So, nimm noch einen Schlaftrunk zu dir. Jetzt muss ich das Hyperaktive loswerden. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber jetzt geh muss ich das Schneeschaufeln. Loswerden. Was? Schneeschaufeln hilft. Na sag mal, spinnst, das hat minus 11 Grad. Ich gehe heute nimmer raus. Gut, dass mein Auto in der Garage steht. Gut, dass ich morgen nicht raus muss.